Grüß dich, hier ist Sebastian von der Krabbe Erfurt und in dem Video komme ich der Bitte nach, mal kurz das Programm von Off the Floor vorzustellen oder was du mit diesem Programm bekommst. Ich habe das letztens empfohlen in einem kostenlosen Report über das Kreuzheben und wie gesagt, aufgrund der Bitte stelle ich es jetzt mal ganz kurz vor. Also was du mit Off the Floor bekommst, ist im Prinzip ein Programm, mit dem du Werkzeuge an die Hand bekommst, wie du langfristig mit dem Deadlift arbeiten kannst, um dich zu verbessern und wie du einfach Verletzungen vermeidest, Überlastung vermeidest und mit einem ziemlich coolen Test oder einer Methode, dem Biofeedback, es schaffst einfach tagesformabhängig das Beste, die beste Übung oder Übungsvariante für dich herauszufinden. Ja, David Denalabi hat, wie er selbst beschreibt, ist vom Computer-Nerd zum dünnen, vom dünnen Computer-Nerd oder Freak mit einer moderaten Deadlift-Leistung von 100 Kilo auf über 270 Kilo gekommen, hat einen Rekord gebrochen damit auch bei einer ziemlich coolen Deadlift-Variante, dem Jefferson Deadlift. Also das lernst du dann auch im Programm, was es damit auf sich hat, oder kannst du auch im PDF nachlesen, was ich geschrieben habe. Gut, jetzt zum Programm selbst. Also das Kernstück ist das Off-the-Floor-Manual for Deadlift Domination und du bekommst ein riesen Inhaltsverzeichnis. Also es geht im Großen und Ganzen, ist das Kernstück das Kreuzheben, aber auch besonders wertvoll in meinen Augen ist das Biofeedback-Testing. Wenn du das einmal weißt, wie das funktioniert, hast du schon, es ist extrem wertvoll einfach, um dich nicht zu überfordern und du kannst quasi deine eigene Körperwahrnehmung schulen und kriegst direkt das Feedback, was dein Körper von der Übung selbst oder Variante selbst hält und ob das Sinn macht, die an dem Tag mit dem Gewicht, mit der Wiederholungszahl auszuführen. Gut, also du siehst schon hier, es geht grob ums Deadlift-Training. Ja, was wichtig ist, dann Deadlift-Variation. Also er hat eine Bandbreite an Ausführungsvariationen. Es geht um den Griff beim Deadlift, was für Möglichkeiten du hast. Und dann auch extrem viel Zusatzübungen, also Accessory Exercises. Du hast einfach extrem viele Assistenzübungen. Und das siehst du auch wieder, dass er die Bewegungsmuster abdeckt. Also die fundamentalen Bewegungsmuster, diese alle dabei. Und das ist auch das Coole bei dem Programm, das liegt zwar den Fokus auf dem Deadlift, hast du das aber einmal, bist du da einmal eingestiegen in dieses Programm selbst, kannst du den Deadlift ersetzen und andere Übungen in den Fokus setzen. Also du kannst da auch gezielt einfach den Deadlift zum Beispiel mit einer Kniebeuge austauschen und kannst dann da Vollgas geben. Wie gesagt, jetzt hier ist einfach das Ziel, den Deadlift hochzuziehen und dass er das kann, hat er ja bewiesen. Und hier steckt die ganze Arbeit von ihm drinne, den Weg und den er mit seinen, ja, Kunden gegangen ist in den Jahren. Also wie gesagt, hier extrem viele Varianten auch zu anderen Übungen. Okay, dann was haben wir noch? Sehr, sehr wertvoll ist dieses kleine E-Book zum Biofeedback, fast 40 Seiten stark. Und hier siehst du im Prinzip, wie du das einsetzt, was du dabei beachten solltest, also wann du von Übungen Abstand nehmen solltest oder Gewichten und wie du das auch einfach, was du überhaupt testen kannst. Also du kannst halt Variationen testen, du kannst Mikrovariationen testen, also wirklich so, wie der Stand bei der Übung ist. Also du kannst deine Fußposition etwas ändern und wieder testen. Du kannst dein Werkzeug ändern, also du kannst ja Deadlift mit Deadlift, also Langhandel kannst du das machen, du kannst es mit einem Sandsack machen, du kannst es mit Kettlebells machen. Also du hast ja unendlich viele Übungen oder Auswahlmöglichkeiten. Genau, du kannst das Gewicht testen und du kannst auch die Wiederholungszahl testen, die du in dem Training ausführen kannst. Also wie er das genau am Ende meint, das beschreibt er perfekt in diesem Programm. Und wie gesagt, ich mache es einmal im Jahr mindestens und hat bis jetzt immer echt großen Vorteil, also Erfolg damit. Was haben wir noch? Genau, du hast eine Deadlift Exercise Library, also eine Übungsbibliothek nur über den Deadlift, wo er explizit beschreibt, wie alles funktioniert. Also du hast da einfach zig Variationen und bis ins Detail erklärt. Was gibt es noch? Wir haben noch, genau, Deadlift Gear Guide, also was brauchst du, um langfristig mit dem Deadlift zu arbeiten? Also es geht über die Stange, hin zu Bändern, zu Variationen, was die Werkzeuge angeht. Also ist auch alles drin. Insgesamt sieht das Ganze so aus, du hast ein cooles Interview mit Brett Contreras, also auch ein Trainer, den du unbedingt mal auschecken solltest. Du hast das Biofeedback-Manual, du hast das Off-the-Floor-Manual, du hast die Übungsbibliotheken zum Deadlift, du hast einen reinen Deadlift-Guide, also wo er wirklich nur auf den Deadlift eingeht. Du hast die Grip-Challenges, das ist in meinen Augen, das macht am meisten Laune. Also ich bin ein großer Fan vom Griffkrafttraining und
wie in der PDF ja, also wie du meinen Report nachlesen konntest, ist von den vier Varianten, warum du beim Deadlift immer noch nicht stark genug bist, ist Griff ein limitierender Faktor. Und ich denke, der explizit nochmal ein mit einem eigenen kleinen E-Book ist auch großartig. Genau, es gibt einen Supplemente-Guide, der ist okay. Also, das sind so die Basics drin, die du einfach haben solltest. Solltest du, also, es gibt andere Quellen, die da noch mehr ins Detail gehen, aber es ist ganz nett, dass er das eingefügt hat. Dann wichtige Infos noch zum Programm selber und dann hast du halt einen Beginner, eine Mittelstufe-Programm und einen fortgeschrittenen Programm und allein das fortgeschrittene Programm ist halt großartig. Also du hast da einfach 12 Wochen pures Wissen und wie du das anwenden kannst. Also macht total Sinn, das auszuchecken. Und es ist zwar ein Investment, also bist halt mit 85 Euro im Moment dabei, aber es ist halt brutal, was du da alles rausziehen kannst. Und das, wie gesagt, es ist nicht nur Deadlifts, es ist einfach auch alles, was links und rechts davon passiert. Und ich würde alleine schon sagen, dass nur dieses Bio-Feedback-Testing, wenn du bisher davon noch nichts gehört hast, macht schon Sinn, sich dieses Produkt zuzulegen. Einfach, das ist perfekt erklärt und du kriegst auch Zugang zu Videos. Also ist alles dabei, ja, dann alles gedacht. Die habe ich jetzt hier gar nicht drin. Gut, okay. Ich hoffe, du hast ein bisschen Einblick in das Programm gekriegt. Also, wenn dir das geholfen hat, lass mir mal einen Like hier auf dem Video, wenn du das siehst unten. Einfach damit ich nachvollziehen kann, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Oder gerne kannst du auch kommentieren. Ansonsten, wenn du Fragen haben solltest zum Kreuzheben, zu anderen Trainern, dann lass die auch gerne hier. Dann werde ich in Zukunft bestimmt öfters mal ein bisschen mehr in diese Details reingehen. Also, es gibt noch etliche Programme, die es wert sind, ausgecheckt zu werden. Wie gesagt, ich werde dich immer mal davon wissen lassen und wenn du mehr Fragen hast, dann hau die einfach raus. Alles klar. Na dann, mach's gut.